Ja, hallo, ist wieder Sepp Huberger für euch am Start hier. 2008, das Halbfinale zwischen dem FC Invalid und La 15 und Tokyo Bordell. Jawohl, da ist noch das Standbild, aber wir versuchen natürlich jetzt gleich reinzugehen und da geht's schon los. Jawohl, DJ Michi am Start, der Axel am Start und dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Jawohl, wir steigen ein, als der blonde Schönling hier den Ball an Andi verliert. Jawohl, dann geht's los. Rizzi umspielt Andi, umspielt Burn. Und dann ist er vor dem Torwart und dann spielt er auf Simon Palierli. Aber der scheidet natürlich an DJ Michi, der natürlich auch wunderbar drauf ist in diesem Turnier. Das schauen wir uns gleich nochmal in Wiederholung an. Rizzi umspielt den 0-Euro-Burn, der natürlich ganz betröbelt hinterher springt. Dann legt er ab auf Simon Palierli, der den Ball aber nicht wunderbar annehmen kann, der segelt. Und DJ Michi hält ihn mit den Knien. Jawohl, da geht's gleich weiter. Ja, der Jung Fuchs, der wo einmal bei uns gespielt hat. Und DJ Michi hält den Ball noch. Ja, da ist der dumme Paula wieder reingelotzt. Haha, kleiner Scherz. Ja, da winkt er. Ja, da winkt der kleine Bu. Rizzi, Eckball, Kopfball. DJ Michi hat ihn natürlich ganz klar weiter. Abwurf auf Andi. Der versucht den Jung Fuchs zu umspielen, gelingt auch 0 Euro Burn am Ball. Spielt zurück auf Toni, der auch endlich mal wieder dabei ist und ein bisschen Action zeigen kann. Dann der Benny Rödel im Tor von Tokyo Bordell. Jawohl, da ist der, was weiß ich was, der Simon Palierli. Verliert an Axel und der gleich mit einer riesen Chance. Aber den hat er natürlich nicht erwischt. Dann eine lustige Szene, jawohl, Burnt, ja, so hält man die kleine die kleinen LOL, keine Ahnung was, vergesst's einfach. Auf jeden Fall war's witzig und dann Burnt, jawohl, da bekommt er sogar Applaus von seinen Teamkollegen nach einem so wunderbaren Rettungs. Genau. Gehen wir gleich weiter zur nächsten Chance. Da, jawohl, ein wunderbarer Trick, ja, LOL again, da laufe ich mich auch out loud. Ein toller Trick und dann schießt er den Ball weg. Er versucht einfach alles zu geben und das tut er auch, genauso wie der Axel. Und was für eine Grätsche vor dem blonden Schönling da mit der Nummer 13 an Ball. Ja, Schönling, das hätte gern. Egal, wir gehen weiter, auch wenn das Kommentar total scheiße wird. Ich mach weiter, da ist er wieder am Ball. Die Nummer 13 von Tokyo Bordell. Oh, 0 Euro Burn, keine Chance. Lässt und DJ Michi mit einer herrlichen Fußparade. Abwehr, jawohl, haltet den Ball. Dann die Nummer 13 wieder. Und 0 Euro Burn. Ja, ein guter Abwehrspieler heute. Ja, so gut haben wir ihn ja noch gar nicht gesehen. Oh, Pfostenschuss. Toni spielt auf Andi und er ganz frei. Was macht er da? Und Frank kommt von hinten an und grätscht ihn total um. Es muss 2 Minuten geben, das war die totale Notbremse. Oder gibt es die 2 Minuten, da legt er sich mit dem Schiri an und ja, da fuchtelt er mit den Armen herum. Oh, was soll da gewesen sein? Stopft natürlich jetzt ganz enttäuscht vom Platz. Ach ja, da musst du nicht deine Backen bauschen, das war halt nun mal so. Ja, was war da, fragt er. Ja, das war ein Foul, würde ich sagen, aber da nochmal den Pfostenknaller vom blonden Depp da, jawohl. Toni dann reagiert wunderbar, Andi sprintet los und wird gut ins Spiel gebracht und Andi aber zu langsam. Schauen wir uns mal an, wie schnell der Frank ist und wie er ihn von den Beinen holt. Ja, da kann viel passieren, deswegen sind die 2 Minuten völlig vertretbar. Er hat ganz klar eine Torchance verhindert und deswegen füllt er auf dem Platz. Jawohl, da der kleine Janosch als Schiedsrichter zeigt es auch sofort an, lässt keinen Zweifel aufkommen, dass das 2 Minuten waren und da die 2 Zwerge, wie sie sich gegenseitig anmachen. Geh runter vom Platz. Ja, was soll da gewesen sein? Sagt der Frank. Aber das war natürlich ganz klar, da braucht man nicht diskutieren. Das Spiel geht weiter. Und jetzt schauen wir mal, ob die Invaliden in Überzahl wenn sie bekommen. Und da der Blonde wieder mit seinen Emo-Haaren, jawohl, versucht er in der halbblauen Hose was zu reißen. Da gleich nochmal, da spielt er rüber auf den Rizzi, Rizzi, Rizzi und dann, oh, DJ Michi mit einer riesen Parade gegen Rizzi, hält er den Ball.
Jawohl, nochmal Wiederholung. Oh, Rizzi legt einen schönen rüber auf den linken Fuß. Aber DJ Michi natürlich unbezwingbar in diesem Spiel. Ja, so ist es halt mit dem richtigen Trikot und der richtigen Mannschaft. Dann nur Lorde und Zöger. Und die Nummer 13 schießt und da ist das Goal. Ja, scheißen Dreck. Das 0-1 vom Vollheins. Ja, schade. Was will man machen? Da fällt es 0 Euro und da muss er raus, da muss er raus, da muss er früher raus. Das ist seine Fe sein Fehler. Und DJ ohne Chance. Tja. Was will man machen? 1 zu 0 für. Genau, 1 zu 0 für Tokio Bordell. Dann Toni am Ball. Was wird er uns zeigen? Oh, spielt runter auf Andy, der umspielt Simone Balleri. Jawohl, und dann schießt er aber meilenweit am Tor vorbei, an die letzte Spielminute läuft und darum halte ich mein Maul. Ja, und das Spiel auch leider schon vorbei. Tokio Bordell zieht durch diesen 1-0-Sieg ins Finale ein, während der FC Invalide sich im Spiel um Platz 3 gegen die Glasby Rangers begnügen muss und, ja, das könnt ihr euch gleich anschauen. Ich mache jetzt Feierabend, weil auf mich wartet noch ein Wodka. Jawohl, das war der Sepp Huberger wieder. Bis zum nächsten Mal.